Wenn das hier kaputt geht, wäre das ja auch nicht schön. So ein richtig, so ein vergammelter Haufen Schimmel willst du auch nicht irgendwo aufhängen zum Trocknen, ne? Das bringt dir auch, glaube ich, nicht mehr so viel. So, das Ding kannst du auch nochmal mitnehmen. Die Büsche können wir nämlich einfach bei uns dann wieder einpflanzen und die als Büsche so wieder verwenden. Dann wachsen die halt alle auf einem Fleck. Das ist immer eine ziemlich große Zeitersparnis, weil du dann nicht von A nach B laufen musst und immer so ein einzelnes Teil dann da kaputt reißen musst. Und du hast halt alle einfach auf einem Fleck. Deswegen geht das dann halt sehr schnell. Oh, hier sind wir schon beim nächsten. Ist gut. Sonst machen wir den vielleicht noch eben voll. Ich denke mal, das müssten wir in der Zeit hinkriegen. Inklusive zurücklaufen. Haben wir noch 4 Balken da oben. Ich reiße halt gleich einfach alles zusammen aus. Oh, da oben ist was. Ich weiß nicht, ob ich da... Nee, ich glaube, ich gehe da lieber nichts nachts über hin. Da oben ist eine Leiche. Das könnte sein, dass da Hunde stehen oder sowas. Das ist mir schon mal passiert. Da habe ich lustigerweise... Ein bisschen weiter links brauchte ich ein neues Lagerfeuer. Deswegen habe ich dann da angefangen, Bäume zu fällen. Was passiert? Ein Baum verwandelt sich in so einen riesigen Tree Guard, der mich umbringen will. Und was habe ich gemacht? Ich habe den Tree Guard so gelockt, dass der zu den Wölfen rennt und die Wölfe den dann angreifen, die sich gegenseitig attackieren. Ja, der Baumguard hat alles auseinandergenommen und nachher hat er mich komplett ignoriert. Der hat alle Wölfe auseinandergenommen und danach war freundlich. Dann hat er mich komplett ignoriert. Man kann die Tree Guards dann übrigens auch wieder besänftigen, indem man Saplings dann um die rumsetzt. Ich verhungere gleich. Ich sollte wirklich schnell zurückrennen. Also verhungere noch nicht, ne? Ich kann ja einfach mal die leicht angegammelten, also die schlechten Möhren in dem Fall jetzt hier. Könnte ich ja schon mal essen. So, haben wir schon mal Reserveholz. Ich sprinte jetzt mal schnell, ne? Denn ansonsten gibt das hier Aua, Aua. Mit dem Chef. Lauf! Lauf! Hier könnten wir doch ganz gut ein bisschen Kohle gleich rausfahren. Einfach mal ein Feuerchen setzen. Dann hat sich das erledigt. Das könnte knapp werden. Obwohl, nee, das schaffen wir. Das schaffen wir. Kein Problem. So, nehmen wir das neue Holz hier. Oh, da ist schon was gewachsen. Oh, das ist ja super. So muss das. Ganz genau so. Da kann sich mal der ganze Rest hier im Beispiel dran nehmen. Sag mal her mit den kleinen Teilen. Und dann fangen wir mal an, hier was zu brutzeln. Ich weiß noch nicht, wo wir die Dry Racks jetzt mit hinstellen sollen. Ich weiß nicht, ob das Fleisch die Nacht noch mit übersteht. Ich hoffe es mal und ich denke es mal, ne? Ansonsten haben wir auch noch jede Menge Hasen und so einen Schrott. Hasen sind kein Schrott. Nein, sind sie nicht. Natürlich nicht. Ich hätte ja auch mal so einen ganz kleinen Osterhasen. So einen ganz kleinen süßen. So, oh Gott, es ist bald Vollmond, tatsächlich. Aber Wolfgang geht schon mal besser, das ist schon mal ganz gut. Fress schneller. Gut, haben wir schon wieder nichts mehr. Ich fress einfach die ganzen Möhren jetzt erstmal auf, was soll das? Ja, glaube ich, hier nicht das größte Problem. So, eine Kühlbox sollten wir auch bald mal herstellen. Dafür müssten wir aber ein bisschen kompliziertere Sachen mitsammeln. Aber ich denke mal, das kriegen wir auch hin. So, die Dry Racks. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Müssen wir einmal frei... Ach so, dafür brauchen wir hier auch die Seile. Okay, machen wir einfach schon mal 2 Stück. Das heißt, ich mache hier 6 Seile. Oh, und das heißt, wir müssen auch bald wieder von den Sachen neu fahren. Ja, gut. Aber wir sind schon relativ gut mit dabei. Das ist echt nicht verkehrt, was wir hier gerade machen. Vielleicht fangen wir dann jetzt erstmal damit an, dass wir... Wie viel brauchen wir davon? 20 Stück. Gut. 1, 2, 3, 4, 5. Denn in dieses Teil passt einfach so brutal viel rein. Das ist schon viel besser, als wenn wir da so 500.000 kleine Kisten mit hinstellen. Da können wir lieber einen Sonnenteil damit hinstellen. So 7 Stück brauche ich noch. Dann ist das ein wenig platzsparender und weiß nicht, wir müssen hier nicht den halben Wald für Holz abholzen, ne? Haha, für Holz abholzen. Okay, und 20 mal den Holzflur, dafür brauche ich 20 Bretter. Alter, ein Brett braucht 4 Holzblöcke. Was machst du denn mit dem ganzen Material? Die Hälfte wirft er da wahrscheinlich weg. Schneller! Hoffen wir, das reicht. Es sieht aber so aus. Es wird nur nicht mehr viel Holz übrig bleiben. Ich muss gleich eben ein bisschen was für die Dry Racks wegmachen, also ist das nicht das größte Problem hier. So, 3 Stück noch. 1, 2, 3. Und jetzt brauchen wir noch die goldene Schaufel. Die hält übrigens einfach nur länger als die ganz normale. Und damit müssten wir... Oh, wir können einen Crockerpot machen. Damit können wir Sachen kochen. Hauptsächlich fast vergammelte. Das ist eigentlich ein Crockpot. Ich nenne ihn mal Crockerpot. Ist dafür lustiger. Ey, hier, und für die Icebox brauchen wir nämlich Gears, um Gears herzustellen. Das geht durch einen Mod, ja, ansonsten dauert mir jetzt mal zu lang. Brauchen wir eine Presti-Blablabla-Maschine, dafür brauchen wir Spinnenweben und so ein Gezeugs. Könnte ganz interessant werden. So, und jetzt müssen wir daraus hier die ganzen Böden noch machen. Mann, ist das ein Gecrafte! Auto-Crafting wird da irgendwie viel besser, ich muss da tatsächlich immer einzeln draufklicken. Schneller!
Hätte man das nicht direkt dazu machen können? Das wäre irgendwie einfacher gewesen. Man könnte jetzt natürlich auch so einen schicken Holzboden hier rumlegen, ne? Aber ich glaube, das wäre ein bisschen eine Verschwendung. Vor allem eine Zeitverschwendung. Weil hier abzuholzen, um dann Holzboden zu machen. Nee, nicht so das. Yay, ein Keller, ein Sturmkeller. Wo bauen wir den denn hin? Lassen wir die einfach mal... Obwohl, die Sammelsachen sollten wir schon hier möglichst nah am Feuer noch mit dahin machen. Machen wir das dahin. Guck mal, wie viel da reinpasst. Oh mein Gott! Das ist ja noch viel mehr, als ich das gesagt hatte. Lass mal die ganzen Hasen hier in die Kiste rein, damit mein Inventar hier freier wird. Vielleicht noch Sonnenschmodder hier mit hin. Weiß ich nicht. Den können wir auch erstmal damit reintun. Ey, da passt so viel rein. Das ist super, super genial, echt. So, die packen wir auch gerade erstmal da rein, damit wir die nicht im Rohzustand hier verwenden. Das Nitre! Keine Ahnung, wie ich das brauche. So, hier haben wir noch das vergammelte Zeugs. Schön neben die Hasen legen. Die armen Häschen! Du folterst sie ja förmlich. Ah, das ist ein cooler Mod, echt. Das muss man schon mal sagen. Ich weiß nicht, wer diesen Mod gemacht hat. Ich habe schon wieder die Kamera gedreht. Der Keller dreht sich mit Schummelei. Scheiße, ich habe die Kamera gedreht. So, so war es richtig, oder? Meine ich zumindest. Ich hole mir jetzt mal hier meine Ernte ein. Das wäre nicht so schlecht. Schnell jetzt. Und danach werde ich mir einen ganz kleinen Platz für die Dry Racks schaffen. Ja, das mit dem Fleisch ist dann echt eine super geile Sache, wenn du das dann damit hinlegen kannst. Das war schon mal eine relativ gute Ernte gewesen, bis auf die Möhre. Die Möhre ist da das Schlechteste, was wir gerade rausgekriegt haben. Aber der Rest ist echt gut. Vor allen Dingen diese Sachen sind immer sehr gut, um möglichst viel Gesundheit, also um möglichst viel Hunger wieder zu kriegen und dazu auch noch eine ganze Menge Gesundheit. So, die Dry Racks machen wir mal hier mit hin, bevor ich mir aber den Seed, sind jetzt ganz wichtig fürs Anbauen. Die sind übrigens nur so dermaßen schnell gewachsen, weil wir die tatsächlich damit Scheiße eingeschmiert haben. Das bewirkt dann doch schon relativ viele Wunder. So, ich hol's mal hier gerade weg. Dann machen wir, obwohl, weiß ich nicht, sollen wir den lassen? Nee, da vorne ist kein Wald mehr, oder? Da wird er spärlicher, der Wald. Sonst machen wir die Dry Racks mal, ja doch, wirklich hier mit hin. So, dich einmal gerade für nichts zu hauen. Genau in den kleinen Kreis machen wir das da rein. Dann lassen wir auch noch ein paar Bäume hier, damit das so ein bisschen natürlich aussieht, ne? Wir bauen uns hier gerade so ein Waldlager. Das soll ja nicht nur richtig scheiße und modern aussehen. Warum soll denn modern scheiße aussehen? Weiß ich auch nicht. Aber ist ja egal. So, einmal her mit den Teilen. Ich hab hier ein kleiner Baum draus. Weiß ich, warum aus so einem ganz kaputten Baum ganz plötzlich so ein bewachsener wird. Aber, wenn Don't Starve das will, gut, der müsste doch weg. Der steht da im Sichtfeld mit drin, ne? Und zwar schon leicht stark. Aber ich glaube, ich habe gerade mit dem angefangen, ne? Denn der hält doch schon noch relativ viel aus. So, dann machen wir mal die Dry Racks. Wollen wir so. Ach so, dafür brauche ich wieder. Muss ich kurz neben der Maschine stehen. Ja, gut. Einmal her damit. So, und dann bauen wir die einfach. Sollen wir die nach unten bauen oder so nach rechts? Machen wir da ein und da ein. Dann passen da vier Stück hin. Das ist gut. So, da ein erstmal hin. Sehr gut. Und dann noch. Hier einen mit hin, möglichst nah aneinander natürlich. Dann können wir da so viel hinbauen wie möglich. Dann passen da vielleicht sogar sechs mit hin, das ist gut. Und dann können wir die beiden Fleischstückchen hier direkt schon mal dranhängen zum Trocknen. Das wird jetzt eine ganze Weile dauern. Aber nachher sind die auf jeden Fall deutlich mehr wert im Prinzip als vorher. Wir könnten uns auch noch, aber dafür bräuchte ich mehr von den kleinen Teilen, hier was mit anholen. Moment, was brauchen wir denn noch für Plätze? Wir brauchen gleich Plätze für Beeren und sowas. Also Bären, nee, nicht mit Bären, sondern für Beeren, das war schon richtig. Die bauen wir vielleicht tatsächlich da mal hier hin. Oh, ich könnte dem Ollo da unten doch sein Dingens klauen. Da war doch der Typ hier mit seinem Ei. Hier, weiß ich, wie hießen die? Die Birds, irgendwas. One-Eyed Bird oder so. Oder Two Girls, One Cup. Two Birds, One Cup. Oder Two Girls, nee, Two Birds, One Egg. Das passt es wohl eher, oder? Gucken, ob da zwei sind. Ich hoffe hier mal nicht. Aber jetzt ein Speer, können wir dem aus dem Maul hauen. Kriegen wir auf jeden Fall hier was zu essen. Ich hoffe mal, der wacht nicht auf. Jetzt habe ich ein kleineres Problem. Aber das wird schon irgendwie klappen, oder? Hallo! Ich bin hier, um dir was zu klauen. Oh, da vor unten liegt was. Ich könnte aber auch einfach die Spinnen angreifen. Das wäre auch eine Idee. Achso, der rollt sich ja drauf zusammen. Ja gut, dann kannst du dem das nicht wirklich klauen. So, nutzen wir gerade nochmal den Nachtanbruch zumindest. Oh Gott, sind das viele! Guck mal hier, folg mir mal bitte. Genau, greif mich an, Sau. Und du auch. Mit zwei kann ich es aufnehmen, kein Problem. So, dann hau ich euch mal hier kaputt, damit eure kleinen Kollegen da nichts davon merken. Oh Gott, die haben was gemerkt. Nimm das mit, nimm das mit. Viel zu viele. Das sind ein bisschen viele. Oh, kaputt. Los jetzt. Nimm mit. Ich baue hier gerade total Mist. Soll vielleicht jetzt zum Lagerfeuer gehen. Mach das Feuer an.
Gott, es wird gleich dunkel. Es war richtig dunkel. Nee, verschieben wir das auf morgen, ne? Hier ein bisschen Fleisch holen. Ein bisschen haben wir sogar schon geholt. Tatsächlich. Hey, ich habe hier noch 20 Holz. Wo sind das hergekommen? Habe ich dann etwa übersehen? Ganz toll. Ich dachte, ich müsste das auch irgendwie neu holen. Oder sowas. Mann, das ist voll doof, dass das jetzt hier doppelt drauf ist. Ja, ist zwar irgendwie ganz schön, ne? Aber das ergibt gerade keinen Sinn. Dass es einfach da doppelt ist und ansonsten nicht. Boah, ist das dunkel. Echt. Moment, da haben wir doch schon die Asche. Dann mache ich gerade mal. Können wir daraus schon was machen? Überleben müsste die... Achso, brauche ich einen Prototypen für. Oh, einen Rucksack können wir auch machen. Den machen wir doch gerade mal. So, dann haben wir hier nämlich dieses kleine Fenster für unseren Rucksack. Den da hier hinten, wo es schön drauf hat. Und dann müssten wir hier noch irgendwo die Heilsalbe... Da ist die Heilsalbe. Machen wir einen Stein, zweimal Asche und ein Spinneneichen für. Das heilt nämlich 20 Leben. Das heißt, es ist absolut nicht verkehrt. Sollten wir vielleicht auch hier im Inventar mitbehalten. So, die Düngersachen packen wir jetzt mal da mit rein. 40 Steine. Da habe ich noch welche. Packe ich die da auch noch mit rein? Die packe ich einfach mal hier so in so einer Zweierreihe mit runter. Weiß nicht, vielleicht auch was zu essen. Ja gut, das Essen sollst du vielleicht dann irgendwie noch mit da behalten, ne? Das jetzt hier wegzuklotzen wäre jetzt nicht so schlau. Wir sollten uns wirklich jetzt darauf konzentrieren, einen Kühlschrank zu holen. Weil wenn das nicht funktioniert, wäre das schlecht. Oder halt die ganzen Beerenbüsche oder so mitschleppen. Oder halt in dem Fall jetzt uns einfach erstmal um ein bisschen Spinnenfleisch kümmern und so ein Zeugs. Dann müssten wir aber auch, ja gut, dabei kriegen wir gleichzeitig auch Spinnennetze mit bei raus, damit wir uns ein Zelt machen können, nachts überpennen können. Damit regenerieren wir nämlich jede Menge Leben. So, kommt mal raus hier. Gibt's nämlich eine Taktik für. Da müssen die nochmal brüllen, dann folgen die einem. Dann kannst du die vom Nest weglocken und die verprügeln, ohne dass die ganzen Freunde von denen hier ankommen. Und das Problem ist, wenn du das Fleisch von denen liegen lässt, die fressen hier eigenes Fleisch, die Banner. Das heißt, die fressen dir das vor der Nase weg. Du kommst auch noch mit, bitte. Schön. Oh nein, ich fühle mich nicht gut. Das ist gerade nicht so vorteilhaft. Fressen wir das einfach, dann geht's mir wieder gut. Haut drauf! Busch! Das ist nämlich jetzt, wenn ich gerade in den Kampf gehe, vielleicht nicht die beste Idee, da mit wenig Kraft reinzugehen. Sind da noch welche? Alter, sind da viele drin. Echt, ey. Jetzt sind viel zu viele, um dann nachts sogar mal anzugreifen. Geh kaputt. Das nervt so, dass ich die Leertaste dafür nicht mehr drücken kann. Alter, ihr gebt mir aber eine Menge Fleisch. Also wenig ist das nicht. Sind da noch welche? Alter, das ist ein richtig großer. Da könnte eine Spinnenmutter draus werden. Da sollte ich... ich will es nicht hauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sind das viele. Komm, brüll dich mal an und komm mal weiter mit. Aber nicht diese Monsterspinnen da. Die sind mir ein bisschen zu gruselig. Hau doch jetzt auf. Geht doch. Schnell, sie kommen. Sie kommen von unten. Gut, das sind, glaube ich, nur zwei. Dann greifen wir erstmal die an. Die andere wird uns dann jetzt weiter angreifen. So, geh kaputt. Schnell, hau auf. Das ist nämlich die Spinne, die sich nichts davon interessieren lässt, ob du sie schlägst oder nicht. Denn die anderen können dich nicht angreifen, während du sie haust. Was halt ein sehr guter Effekt für uns ist, ne? So, die nehme ich mal wieder mit. Ich sollte das mittlere Teil echt zerstören. Weil ansonsten, wenn daraus eine Spinnenmutter wird... Alter, das sind viel zu viele hier unten. Ne, da muss ich was wegmachen. Ja, genau. Komm mal raus hier. So, dann lockt euch mal wieder ein bisschen weg. Hau euch drei auf die Mütze. Jetzt schrumpft bloß nicht. Das wäre jetzt eine ganz doofe Idee. Vor allem kriegst du dann nochmal auf die Fresse. Du bist gerade im Kampf echt langsam. Gut, vielleicht sollen wir dich auch einfach mal mit irgendwelchen Zeugs hier vollfressen. Ich weiß noch mal, das Zeug hier alles. Bist du jetzt fett? Werd doch mal fett. Mann, so knapp davor. So kurz vorm Fett werden. Dann hörst du einfach auf. Genau, komm mal her hier. Siehst du mich nicht mehr? Hier bin ich. Hallo. Komm doch mit. Hallo. Ich bin direkt vor euch. Jo, los. Ey, komm doch raus jetzt. Geht doch. So, herkommen. Einmal brüllen, dann mitkommen. Damit eure Freunde hier nicht noch mit aus dem Bunker da rauskommen. Aus dem Führer-Spinnenbunker. Auf. Alter, wir haben schon so viel Monsterfleisch. 12 Stück. Ich nehme mal hier gerade das Büschlein mit. Und so ein Bärenbüschchen könnte nicht schaden, ne? Ist hier noch mehr? Nee, gerade nicht. Aber bevor es jetzt Nacht wird, sollte ich mich wirklich darum kümmern, das Ding jetzt hier abzufackeln. Hi, da ist ja noch eine. Kommt ihr denn alle her? Komm her. Hey, komm. Ach, Menno. Vielleicht kann ich das Ding erstmal kaputt machen. Da sind jetzt wahrscheinlich mittlerweile schon wieder neue drin. Ja, ich sehe das schon. Hau drauf. Gut, das hat nicht die Spinnenfreunde geweckt. Ich hoffe mal, das weckt die nicht, wenn ich dagegen haue. Nee, tut's nicht. Das ist schon mal sehr schön. Wenn wir da unten sowieso noch zwei haben, können wir das hier auch noch weghauen. Kriegen wir auch ordentlich Spinnenseide raus und sowas. Kein Problem und sowas. Mit ein bisschen Glück kriegen wir sogar ein Ei dafür. Im Prinzip, dass wir so ein Teil nach Belieben selber pflanzen können. Monsterspinnen. Oder zumindest eine. Oh, eine ist gut.
Eine ist nicht verkehrt. Mit der kommen wir nicht klar. So, her mit dem Monsterfleisch. Dann machen wir den Scheiß kaputt. Damit wir endlich Ruhe haben in der Nachbarschaft. Oder mehr Ruhe. Ne? Eher so rum. Hier kriegen wir jetzt auf jeden Fall ein Spinnenei wahrscheinlich raus.